Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Der YouTuber und Twitch-Streamer Chunbroke hat sich eine Pfeife gekauft und hat die in seinem Twitch-Stream ausgepackt. Wir sind gerade am Livestream und viele von euch wollten, dass wir uns das Video angucken. Dann dachte ich, komm, dann schmeißen wir direkt noch die Aufnahme an. Ich würde sagen, wir gucken einfach rein. Ich habe den Stream halb verfolgt, aber ich habe es halb wirklich live bei ihm im Stream gesehen. War sehr wild. Wir gucken mal rein. Ich bin gespannt, was passiert. Leute, was geht? Wir sind gerade im Stream und ich wollte heute eine Shisha auspacken. Ich sag mal, 90% sind Ausländer bei mir, ganz wenig Deutsche und es ist nun mal ein Kanaken-Ding zu rauchen so, okay? Es ist nun mal so. Ah ja. Shisha-Bars und so, da hängen meistens die Kanaken. Okay, bin ich jetzt wohl auch Kanake, wie er sagt. Ihr kennt selber Didi Laras oder hier wir so, weil ich meine. Und Didi Laras. Ich wollte ja, also mittwochs habe ich immer so geplant in meinem Stream, entweder was zu essen, also Süßigkeiten auszupacken oder irgendwas anderes auszupacken. Und heute habe ich keine Süßigkeiten, weil ich meine, ich will das immer alle 2 Wochen machen. Das hatten wir im Stream-Chat miteinander ausgemacht so. Deswegen dachte ich mir, okay, John, du rauchst seit 2 Wochen ein bisschen. An Wochenenden, an schönem Wetter gehst du immer zu deinen Bekannten. Vielleicht kannst du auch mal in deinem Stream rauchen so. Weil ich meine, dann dachte ich mir, okay, was kann ich mal Stream machen? Ich klär mal ganz schnell eine Shisha, ich pack sie aus und gut ist. Digga, ich habe sofort der ersten Person geantwortet, weil ich nicht gedacht hatte, es werden so viele melden. Okay? Ich antworte jemanden, ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß. 2,5 Stunden von dir entfernt. Ich wollte hinfahren, dann habe ich Anruf bekommen. Ey, John, hier in Gladbeck bist du doch auch, warum gehst du da und da hin? Und ich wollte meiner Stadt nicht in den Rücken fallen, so. Ich kannte diese Person nicht persönlich, von wo ich heute die Shisha bekommen habe. Ich habe ihn heute kennengelernt, er war ein sehr netter Junge. Two Apples heißt der Laden in Gladbeck, liebe Grüße an der Stelle, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich habe die Shisha dafür bekommen, weißt du, ich meine auf korrekt. Und ich wollte, glaube ich, nicht in den Rücken fallen. Ey, und ich sag's euch, wie es ist. Ich habe sogar eine Story später gesagt, Jungs, bitte keine DMs mehr. Einer nach dem anderen. Ganz ehrlich, komm zu uns, Bruder. Wir feiern dich. Real Talk. So Stories muss man immer rausnehmen. Es funktioniert nicht. Du kannst nicht in der nächsten Story was klarstellen, weil das haben ja die Leute noch gar nicht gesehen. Ja, also das funktioniert einfach nicht, das kenne ich auch. Allein ich habe 3 Freunde aus meinem Kreis, die Shisha-Bars haben und ich habe gar nicht dran gedacht, dass sie vielleicht noch Shops haben könnten und so. Alle haben zu mir Ayyub gesagt und so, weißt du, ich meine? Wie gesagt, ich kenne mich mit Shishas nicht aus, ich bin jemand, der sehr selten raucht und deswegen jetzt schon mal der erste Talk, bevor wir die Shisha... Ja, ich auch, ich rauche sehr, sehr selten Pfeife. Sehr, sehr selten. Das ist eine, ich weiß gar nicht... Wie heißen die? WD-Hooker? Keine Ahnung. Jetzt werden so die Kenner schreiben, ah, das ist gut, das ist weniger gut. Diesen Talk will ich gar nicht haben. Weitwinkel, Tamam, machen wir. Diesen Talk will ich gar nicht haben, ob etwas gut ist, was weniger gut ist. Ich will mal, bevor wir diese Packung hier auspacken. Ich sag mal so, solange das keine kopierte von WD ist, finde ich WD ja eigentlich ganz nice. Ich will die Marke zwar nicht mehr so krass supporten, weil mir zum Beispiel das Nachmachen von genau dieser Vibe von der Breeze 2 nicht so gefallen hat. Also ich mag es nicht, wenn Marken einfach irgendwie ein Design komplett nachmachen. Man kann ja auch Sachen aufbauen und seinen eigenen Flair dazugeben und dann hat man wieder ein neues Produkt, finde ich okay. Aber es spricht absolut von der Qualität, vom Rauchverhalten und Co. spricht einfach nichts gegen WD. Ich habe in meinem Leben noch nie Alkohol getrunken, Kippen auch nicht geraucht. Pfeife, sage ich euch, wie es ist. Selten, selten. Vor 3, 4 Jahren in Mula war ich immer sehr oft in Gelsenkirchen. Liebe Grüße an die Jungs an der Stelle. Dann so, wenn gutes Wetter ist, bei meinen Cousinen rauche ich, bei meinen Cousins rauche ich, aber immer sehr, sehr selten, Bro. Aber so ist, glaube ich, Shisha auch am wenigsten schlimm, weißt du, wenn du ab und zu irgendwie bei Verwandten bist, bei Freunden bist oder so und da dir mal eine Pfeife gönnst und dann wieder 1 Woche, 2 Wochen nicht rauchst. Ich persönlich glaube, dann ist das gar nicht so schlimm, aber... Again, ich bin kein Arzt, seht das nicht als Erlaubnis, jede Woche einmal eine Shisha zu quarzen und ein gutes Gewissen zu haben oder so. Es ist nach wie vor Rauchen. Ob ihr das selten macht oder oft macht, ne? Ich will kein schlechtes Vorbild sein, auch wenn ich jetzt die Shisha auspacke und rauchen, das wahrscheinlich richtig geil sein wird. Nein, ich will auch kein schlechtes Vorbild sein hier, was? Egal. Ich werde die Shisha verschenken, okay? Ich werde die Shisha verschenken. Ich habe ganze Zeit überlegt, von meinen Verwandten hier machen ganze Zeit welche Auge, ja, John Klein mir auch angeboten, das. Ich verschenke einfach. Ich rauche heute und danach verschenke ich sie, scheiß drauf. So, okay, packen wir aus. Bisschen paradox, ja. Finde ich aber wild. Also ist ja dann eigentlich ganz cool, ne? Er packt das mal aus, der testet das mal und so und dann verschenkt er es irgendwie an Freunde. Ich mache das bei mir zum Beispiel so. Ich habe auch mehr Tabak da, als ich rauchen kann, weil ich halt oft irgendwie einen Tabak teste. Und der mag gut sein, aber ich habe halt so meine Favorites, die ich halt oft rauche. Wisst ihr? Also ein Traube Minze oder ein Bloody Punch, das geht bei mir immer. Aber ich teste dann auch mal so einen Gurke-Tabak. Und ich weiß schon, ein bisschen Gurke leer wird wahrscheinlich sehr, sehr lang dauern. Und deswegen mache ich oft so, ich gehe dann alle 3, 4 Wochen durch mein Tabakregal, durch mein Shisha-Regal und sortiere da einfach aus, packe dann immer so eine Tüte und die Tüte stelle ich vorne an den Eingang vom Studio. Und wenn hier Freunde rumkommen oder so, dann sage ich immer, hey, wenn du was brauchst, guck gerne durch die Tüte. Wenn du was mitnehmen möchtest, nimm dir gerne irgendwas mit. Und nein, Leute, ich werde keinen Tabak verschenken, ich werde auch keine Pfeifen verschenken, ich werde auch keine Köpfe verschenken. Es wird auch nichts verschickt. Das heißt, bitte keine DMs, so Bruder, schenk mal Pfeife, dies, das, bitte lass das einfach. So, das wird jetzt ein Kampf, Bruder. Ich sag's euch ganz, ganz ehrlich, Bruder. Ich sag euch ehrlich. Jetzt wird's wild. Ich war auch sehr fasziniert, als ich die Shishas gesehen habe, so. Alles, was eine Shisha kann, was die Shisha ausmacht, verlam, filan. Finde ich schon krass, Digga, was für ein großes Geschäft dieses Shisha-Ding geworden ist, ne? So. Das ist... Safe, das ist echt krass. Ist die Bowl? Wie findet ihr die Bowl? Hat die was? Die Bowl hat was, ne?
Die hat was, Digga. Clear Bowl ist besser. Okay, das ist eine Geschmackssache. Ich habe jetzt die bekommen und ich bin dankbar dafür, Bruder. Okay, Jungs, ihr müsst mir jetzt helfen, okay? John, welchen Tabak hast du geholt? Tabak hat er mir ein paar Stück reingetan. Können wir uns gleich angucken. So, das kommt ganz oben drauf. So los sind wir jetzt auch nicht. Richtig? Hier sieht man jetzt die Teile. So los sind wir auch nicht. Richtig? Ich sehe schon, komm, ich werde den einen oder anderen anrufen. Bitte ohne lustig zu machen, okay? Ich baue sowas wirklich zum ersten Mal. Ich hab irgendwie keinen Anruf bekommen. Irgendwas ist schiefgelaufen. Unten Folie auch abmachen. Ah, okay. Machen wir später. Das wird ein Kampf, Digga. Guck mal, wir haben jetzt viermal das hier. Warte, ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Jetzt haben wir noch den Bruder hier. Ich habe auch, als wir den Stream geguckt haben, habe ich auch schon gesagt so, weil viele meinten so, ja, der spielt das doch, Digga, der kann doch keiner so dumm sein. Wir leben alle in der Blase, also wir auf diesem Shisha-Kanal. Ich denke mal, nur Leute, die sich wirklich heftig für Shisha interessieren, werden sich auch irgendwie krass, so krass mit Shisha aussetzen, dass sie auf einem Shisha-YouTube-Kanal rauskommen. Wenn Chan nur bei seinen Verwandten raucht, dann hat er vielleicht so ein grobes Bild, wie so eine Pfeife aussieht, aber wenn du die wirklich unaufgebaut vor dir liegen hast, ist das halt erstmal, das ist wie Leute, die keinen Computer anschließen, die wissen auch nicht, welches Kabel wo reinkommt. Wenn du mir jetzt sagst, der hat probiert, ein HDMI-Kabel in einen USB-Port reinzustecken, denke ich mir auch, was ein Vollidiot. Oder also, würde man sich denken, aber man weiß das halt am Anfang einfach nicht besser. Alle Pakete sind leer. Also hier rechts sind noch so Tabak und Schläuche und so. Den Bruder haben wir bekommen. Das soll wohl Dings sein, dass das Ding nicht dreckig wird mäßig, so ein Filtermäßig. Guck mal, wir haben hier noch das hier bekommen, das soll wohl kalt sein. Ich glaube, das kommt als erstes, oder? So mäßig, der ist als erstes safe. Ist das nicht richtig? Du musst diesen Stab reindrehen. Tauchrohr. Und wie soll ich denn hier was reindrehen, wenn hier nicht mal was ist? Hört nein, auf, in die Base. Das Mittelteil mit dem, oh nein. Das kommt unten, ne? Ja. So mäßig, das ist richtig, tamam. Wir machen erstmal Wasser, so kann ich auch nicht arbeiten. Erstmal Wasser. Ihr sagt jetzt, bis wohin ich Wasser machen soll. Oha. Bis wohin kommt jetzt Wasser? Perfekt, bisschen ausspülen, ihr kennt ihn doch. Okay. Egal, wer was sagt, es wurde perfekt ausgespült. Immer schön aus dem Fenster rauchen, mit raus, man kennt ihn. Okay. Bisschen 2 cm über das Tauchrohr, tamam. Warte, ich werde das jetzt perfekt machen. Ja, mit Diffusor ist 2 cm schon ein bisschen viel, aber fürs erste Mal wäre es okay. Mach Milch rein, alles klar, nachdem ich Wasser reingemacht habe, soll ich jetzt nochmal Milch reinmachen. Boah, doch. Es ist perfekt, Digga. Was? Wenn ihm der Chat vorschlägt, einfach Milch reinzufüllen. Digga, ich kenne ein gutes Video. Kinderleicht. Hast du eine Kugel? Ja, hier sind Kugeln drin, glaube ich. Das mit der Kugel dran kommt der Schlauch. Okay. So, okay. Bis hierhin sind wir fertig, ne? Gut, wenn er die alleine raucht, hätte er jetzt doch die Kugel aus einem Anschluss rausnehmen können, aber ist nicht weiter wild. Das ist die Rauchsäule, ja? Zieh mal an den Metalldingern und dann schau, ob es blubbert. Soll ich an diesem Bläschen ziehen oder was? Muss gucken, ob es blubbert, okay. Da ist Wasser rausgekommen. Okay, hier ist kein Wasser rausgekommen. Ist gut? Stimmt, das kommt immer auf den Schlauchanschluss an. Ich finde, es klingt gut. Ist zu viel? Mach etwas Wasser raus, okay. Aber nur etwas, ja? Kommt jetzt der Boss nach oben? Der Boss hier kommt nach oben, oder was? Teller erst, okay. Teller. Der Boss hier, so mäßig. Folie. Wie krieg ich das denn ab, Digga? Ich krieg den Boss jetzt auf, pass auf jetzt. Aha! Junge, ist doch voll einfach. Endboss. Voll einfach, mal entspannt euch doch, Alter. So, dann kommt der Boss hier rein. Okay, warte. Erst kommt der Tellerboss. Kommt der kleine Boss, dann der Tellerboss und dann. Aber nicht da drauf schrauben. Nicht da drauf schrauben. Ganz blöde Idee. Aua, hab ich's drauf oder was? Ah, in den. Ah, stimmt. Wartet, Bruder, in das Glas Boss braucht Wasser. Stimmt. Das hat er mir auch gesagt. Okay. Ja, also man kann immer so einen Schluck Wasser in den Molassefänger machen, weil dann kann man den leichter reinigen oder so. Muss aber nicht sein. Kann man aber machen. Der Bruder hat mir 4 Tabaksorten gegeben. Mir ist im Nachhinein eingefallen, dass ich auch gerne Love 66 geraucht habe, weil ich bin so eine Pussy. Ja, einfach Klassiker. Einfach Klassiker. Keine Ahnung, was das ist. Ah, Geli? Was ist das lang? Ist das African Queen? Woher wisst ihr das? Das steht hier nicht mal. African Queen ist das. Tamam. Dann haben wir. Oh, warum steht das hier nicht vorne? Was das ist? Was ist das? Was ist das hier? Früher stand doch immer, was das ist. 7 Days Classic. Das ist die Marke. Ja, das ist leider mittlerweile verboten, mein Junge. Cold Mellow. Das hört sich schon mal gut an, Digga. Ich glaube, das habe ich schon mal geraucht. Das hier ist von Tobacco. Ah, das ist African Queen. Okay. Wir machen die rote Dose. Okay, jetzt wird's witzig. Kohle braucht noch ein bisschen, meine. So, ich würde sagen, wir machen jetzt den Tabak. Boah, der Beerenmix, Digga, aber es riecht gut. Wir machen die Shisha erstmal runter, okay? Ich will nicht, dass es auf Tisch ist. Boah, ich hab immer so Angst, wenn er die einfach an der Rauchsäule packt, ey. Uff. Ihr wollt nicht, dass sie unten ist? Hatte Drip? Soll ich die wieder hochmachen? Okay. Bald macht Chan einfach Shisha-Streams und dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Dann ist vorbei. Dann ist einfach vorbei. Das war's, Digga. Boah, ich hätte so gerne einfach mal ein Shisha-Review von ihm gesehen. Das wäre bestimmt auch wild. Ich misch den, also nochmal. Soll ich jetzt einfach in die Hand, soll ich da drin jetzt mischen, als wäre es eine Suppe oder soll ich ein bisschen in meine Hand nehmen und so fluffig? Also eigentlich erst durchrühren und dann locker fluffig in den Kopf. Okay, ich versuch's genauso wie Unu-Chan zu machen. Sieht das gut aus? Ja, aber Unu-Chan hat wenigstens einen schönen Funnel am Start, Bruder. Gut gemischt, Kappa. Okay, wartet. Okay, wartet. Ich kipp das wieder zurück. So, jetzt entspannt euch.
Einfach mal schön mit der Hand da durch die Masse und schön umrühren. Man kennt ihn. Meine Hand fühlt sich sehr fluffig an, Digga. Ich kenne das von irgendwo. Einfach das Video noch im Community-Kopfbau. Ich drück nicht rein, ne? Ich lass den einfach so, einfach so fluffig. Genau richtig. Schön locker fluffig reinfallen lassen. Ich lass ihn atmen hier drin, okay? Richtig. Das ist wie bei einem guten Wein. Der Tabak muss atmen können. Jeder weiß das. Reicht das, meine Brust, oder noch ein bisschen? Reicht, oder? Schnell, Digga. Ja, ich will diese Kohle. Bisschen schöner verteilen. Die Lücken füllen. Fülle ganz leicht die Lücken. So, jetzt müsste es dem Bruder ganz gut gehen. Bei der Kohle habe ich jetzt Angst. Die Dinger brennen gleich durch. Ich mache jetzt kurz diesen Kohlenanzünder aus. Anfängerfehler, Kopf nicht in die Dose gehalten. Scheiße, schon verkackt, ey. Kappa. So, meine Briss. Dem Brille geht's gut, ja? Da sind wir uns einig. Okay. Hier sind wir uns auch einig. Hier sind wir uns auch einig. Und hier sind wir uns auch einig. So, wir sind uns einig. Ohne dass es runterfällt, bitte. Ob sie sich eigentlich einig sind? Na, so. Also bis hierhin haben wir es geschafft. Wallah, ich bin stolz. Gucken wir mal, Digga. Die hört sich so. Killer. Perfekte Rauchentwicklung ist da. Noch habe ich keine Kopfschmerzen. Kennt ihr das? Ich lasse mal jemand anderen die Kohle anziehen. Kennt ihr diese? Man kennt es. Die Kohle anziehen. Oh, aus, wird Digga. Besser. Wallah, ich bin stolz. Ich mache Shisha aber auf nächste Woche. Oh Gott. Ohne Witz, Digga. Ich könnte mich dran gewöhnen. Damar Musik? Boah, doch. Das passt jetzt böse. Wollt ihr Damar? Fürs Feeling. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Shisha aufzubauen. Hat auch Spaß gemacht, ein bisschen mit euch zu viben. Dankeschön, dass ihr mit mir zusammen seid. War wild. Ich hätte gerne noch mehr gesehen vom Rauchen so, aber war wild. Diese Shisha aufgebaut habt, mir geholfen habt, mit mir ein bisschen Musik gehört habt. Ja, ich bleib dabei. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich rauche im Stream. Ich werde ab morgen mit Sport anfangen und dass der Lunge besser geht. Hat Spaß gemacht, Digga. Das macht einen auch süchtig. Das entspannt auch einen sehr. Aber im Stream dann mal plus Shisha ist gar keine gute Kombination, Digga. Ist überhaupt keine gute Kombination. Stream und Shisha ist keine gute Kombination. Okay, tschüss. Wenn ihr wollt, dass ich weiter Sachen auspacke auf diesem Kanal, ja, dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, bis morgen wieder. Ja, komm. Und ja, danke fürs Einschalten. Okay, tschüss. Ja, also, war doch nice. War doch ganz witzig. Ich finde es sehr witzig, wenn Leute eine Shisha aufbauen, die noch gar keine Ahnung von Pfeife haben. Aber ist doch cool. Ist doch gut gewesen. Also, am Ende war es okay. War natürlich witzig, den Weg dahin zu finden, aber... hat gepasst. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, Daumen nach oben, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha-WG.